Assalamu alaikum wa barakatuh. Der Ramadan ist der Monat des Neuanfangs und der guten Vorsätze. Deswegen habe ich jetzt einen wichtigen Rat an dich. Und zwar geht es um unsere Familie und die Verwandten. Wenn wir ehrlich sind, haben wir doch alle irgendwo nicht so einen guten Kontakt zu unserer Familie oder den Verwandten. Deswegen habe ich einen Vorschlag. Was hältst du davon, wenn wir diesen edlen Monat nutzen und uns einmal bei unserer Familie und unseren Verwandten melden? Lasst uns den Kontakt aufnehmen, ihnen schöne Worte zum Ramadan sagen und versuchen, wirklich einen positiven Einfluss auf sie zu haben. Wir Menschen sind nämlich oft leider so, dass wir immer gerne auf die entferntesten Menschen schauen, anstatt erstmal vor der eigenen Tür die Kehrwoche zu machen. Wir schauen so oft auf weit entfernte Menschen, wirklich Menschen, mit denen uns keine Verwandtschaft verbindet und helfen diesen und spenden. Das ist natürlich auch gut so, aber nicht auf die Kosten der Nahestehenden und der eigenen Familie. Die darf man nicht vergessen, denn normalerweise fängt man mit ihnen an. Wir möchten immer gerne Dawa mit der gesamten Welt machen, aber unsere Familien benötigen die größte Dauer. Wir sollten erst einmal zu Hause aufräumen, bevor wir uns auf andere Sachen konzentrieren. Genau deswegen dachte ich mir: Lasst uns den fehlenden Kontakt zu unserer Familie wiederherstellen. Lasst uns sie an Allah Taala erinnern und ermutigen, dass sie diesen Monat mit Gehorsamkeit zu Allah Taala verrichten. Solltest du zum Beispiel nicht-muslimische Familienangehörige haben, so kannst du ihnen auch etwas über den Ramadan erzählen und sie versuchen zu sensibilisieren. Ich weiß, natürlich jeder gemäß seiner persönlichen und der familiären Lage. Und solltest du das ganze Jahr sowieso über guten Kontakt zu deiner Familie haben, dann kannst du dies im Ramadan beibehalten. Du kannst ihnen ja einige interessante Sachen, die du hier in dem Kurs lernst, weitergeben, sodass sie auch davon profitieren können, inshallah. Oder lade sie ein. Lade sie ein auch teilzunehmen, so dass wir immer mehr werden, die den Ramadan zu ihrem Besten machen wollen. Lass uns mal einige Beweise hören, warum das Pflegen der Verwandtschaftsbande so wichtig ist. Abu Huraira anhu berichtete, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, sagte: Wer an Allah und um den letzten Tag glaubt, der soll seinen Gast ehren. Und wer an Allah und um den letzten Tag glaubt, der soll seine Verwandtschaftsbande verbinden, also aufrechterhalten. Und wer an Allah und um den letzten Tag glaubt, der soll Gutes sprechen. Oder Schweigen. In diesem besonderen Hadith gibt der Prophet uns drei Sachen mit, die eine gesunde Gesellschaft hervorbringen. Wer diese drei Sachen umsetzt, in dessen Umfeld wird sich Liebe und Freude verbreiten, inshaAllah. Und uns geht es jetzt vor allem um den zweiten Satz, nämlich die Verwandtschaftsbande aufrechtzuerhalten, den Kontakt aufrechtzuerhalten und nicht abzubrechen. Und das Subhanallah ist vom Iman einer Person, wie wir aus diesem Hadith entnehmen können. Das heißt aber im Umkehrschluss, dass derjenige, der versucht, den Kontakt mit seiner Familie aufrechtzuerhalten, ein Zeichen des Imans besitzt. InshaAllah. Und dann erzähle ich dir jetzt was ganz, ganz Besonderes. Denn es gibt wundervolle Auswirkungen, wenn man die Verwandtschaftsbande pflegt. Einer anhu berichtete, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wen es erfreut, dass ihm sein Risk ausgebreitet wird und seine Todesfrist verzögert wird, der soll seine Verwandtschaftsbande verbinden. Was für ein gewaltiger Hadith. Und das Besondere ist, Al-Imam al-Bukhari erwähnt diesen Hadith in Kitab al -Buyur, also in dem Buch von seinem Sahih-Werk, in dem es um Kaufen und Verkaufen geht. Unter dem Kapitel, wer möchte, dass sein Risk sich ausbreitet bzw. vermehrt. Und Al-Imam al-Bukhari erwähnt diesen Hadith auch im Kitab al-Adab, im Buch über das Benehmen. Unter dem Kapitel, wem sein Risk vermehrt wurde aufgrund dem Aufrechterhalten der Verwandtschaftsbande. Ibn Hajar, rahimahullah gestorben, 852 nach der Hijrah, einer der bekanntesten Gelehrten, die Sahih bukhari erklärt haben, sagte hierzu, dass damit gemeint ist, dass man Baraka, also Segen in seinem Besitz bekommt. Also sein Geld zum Beispiel wird segensreich und man kann auf einmal mit dem Geld viel mehr erreichen. Man weiß gar nicht, wie das möglich ist. Man hat dieses gekauft und hier bezahlt, aber das Geld ist einfach immer noch da. Das ist der Segen Allahs. Möge Allah ta'ala unseren Besitz segnen. Weil, wenn wir ehrlich sind, wir kennen das oft, dass wir unser Gehalt bekommen und wie schnell dann alles wieder verfliegt. Hier bezahlen, da kommen Kosten auf uns zu und schon ist wieder schneller als man schauen kann das ganze Geld weg. Der Grund dafür ist oftmals fehlende Baraka im Geld. Und wenn wir mal ehrlich sind und unsere Finanzen anschauen, jeder für sich, dann werden wir verwundert sein, wie viel Haram-Verträge wir haben. Wir brauchen uns nicht wundern, wenn wir in zig Verträgen drin sind, die Zinsen behalten. Also Krieg gegen Allah Ta'ala und seinen Gesandten Sallallahu Alaihi Lass uns auch diesen Monat als Anlass dafür nehmen, unseren Besitz zu reinigen und auch dort das Wohlgefallen Allahs zu empfehlen. Und auch dort das Wohlgefallen Allahs zu suchen. Deswegen empfehle ich jedem, den kostenlosen Halal-Check zu machen. Wirklich, lass deine Verträge durchchecken und vermeide somit Haram-Verträge. Denn diese ganzen Verträge entziehen uns die Baraka und machen uns arm. Deswegen zwei Sachen. Lasst uns unsere Verwandtschaftsbande pflegen. Und zusätzlich empfehle ich, wie gesagt, jedem den Halal-Check. Ich verlinke dir, inshallah, alle weiteren Infos zum Halal-Check unter diesem Video. Kommen wir aber zurück zum Hadith. Also, wer seine Verwandtschaftsbande pflegt, der wird mehr Risk erhalten. Und es wird ihm gesegnet. Und er wird länger leben, subhanallah. Und ich bitte dich, wer möchte das nicht? Mehr Risk und länger leben. Jeder wünscht sich das. Daran sehen wir auch, was... Für einen hohen Stellenwert die Familie hat. Denn Allah Ta'ala hat so viel Gutes als Belohnung gesetzt. Und wir können uns jetzt aber auch vorstellen, wie gefährlich es ist, dass man seine Familie boykottiert und keinen Kontakt zu ihnen pflegt. Ich spreche hier übrigens vom Normalfall. Ja, also, es kann auch Gründe geben, dass man sich lieber von einigen Personen seiner Familie entfernt. Aber ich denke, du hast verstanden, worum es geht. Übrigens sagen manche Gelehrte, dass das Leben dadurch wirklich verlängert wird. Also, man lebt tatsächlich länger. Und andere sagen hiermit ist gemeint, dass man körperliche Gesundheit und Stärke erlangt. Und andere sagen dazu, dass die Person nicht unbedingt direkt ein längeres Leben bekommt, sondern dass die Person aufgrund ihrer guten Taten viele weiterlaufende gute Taten hat. Und somit ist es so, als ob diese Person noch lange leben würde, weiterleben würde. Denn die positiven Taten und die Auswirkungen, die diese Person in der Dunja hinterlassen hat, laufen weiter. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass das Pflegen der Verwandtschaftsbande einen vor dem üblen Ende bewahrt. Also was für gewaltige Vorzüge es hat, seine Familie zu kontaktieren und mit ihnen in Kontakt zu bleiben. SubhanAllah wirklich einfach unglaublich. Und vor allem das Letzte, nämlich der üble Tod möge Allah Ta'ala uns davor bewahren und uns ein gutes Ende geben. Weil über wie viele Leute hat man mitbekommen, dass sie in der Toilette gestorben sind? Oder während sie sündigen oder während sie betrunken sind und dann zum Beispiel einen Unfall bauen oder an einem Haramort zu Tode kommen. Aber im Gegenzug bekommen wir auch manchmal mit, wie es Leute gibt, die zum Beispiel während eines Vortrags sterben. Oder während sie Allah Ta'ala ganz nahe sind in der Sajda, in der Niederwerfung im Gebet. Und so wurde von Jabir radiallahu anhu überliefert, dass der Prophet sallallahu alaihi sagte: Jeder Diener wird so auferweckt werden, worauf er stirbt. Und die Gelehrten sagen: Wer auf etwas lebt, wird auch auf dieser Sache alt werden. Und wer auf einer Sache alt wird, wird auf dieser Sache auch sterben, inshallah Ta'ala. Und so, wie man gestorben ist, wird man auferweckt werden. Also, auf jeden Fall zurück zum Thema. Was ich mit diesem Video bezwecken wollte, dass wir uns an unsere Familie und die Verwandten wenden und Kontakt zu ihnen pflegen und wirklich einfach versuchen, einen guten Einfluss auf sie zu haben. Einfach, dass wir Menschen sind, die überall ihren guten Einfluss mitbringen und die überall die Baraka und Kheer und Gutes mitbringen. Möge Allah Ta'ala uns dies ermöglichen. ونن ان شاء الله بس للفيو بارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته